Mit den neuen Dozern der M-Serie zollt Case den aktuellen Abgasbestimmungen Tribut. Dank AdBlue-Einspritzung in den Abgastrakt des Case 6-Zylinder-Diesels erfüllt die 2050M die US-Abgasbestimmung Tier 4 Interim. Für stärkste Zugkraft sorgt ein neu konzipiertes hydrostatisches Zweikreisgetriebe. So kommt immer genug Kraft am Antriebsturas an. Case zeigt auf der Steinexpo 2014 die 2050M, eine Planierraupe aus unserer M-Serie, der größte Vertreter aus dieser Serie mit Dienstgewichten, die so zwischen 21 und 24 Tonnen liegen. Hohe Schubkraft und robuster Aufbau machen die Case-Planierraupen der M-Serie zur idealen Raupe für jeden Einsatz, egal ob es in der Gewinnungsindustrie mit einem großen Volumenbrustschild gemacht wird oder im Straßenbau mit einem Sechswegeschild gearbeitet werden soll. Bei Planierraupen, das weiß jeder, der sie einsetzt, ist das Laufwerk ein Verschleißteil. Deswegen haben wir bei Case schon seit langem uns Gedanken gemacht, wie können wir das Laufwerk einer Planierraupe robuster machen und haben dafür den Case Extended Life Track entwickelt. Dieses System arbeitet nicht wie herkömmlich mit Kettenbolzen, sondern mit einer Rollenkette mit beweglichen Hülsen, die den Kettenbolzen umschließen. Und durch dieses Laufwerk erreichen wir nahezu die doppelte Standzeit, die eine herkömmliche Raupenkette hat. Auf den Planierraupen der M-Serie ist eine neue Fahrerkabine verbaut und Raupenbetrieb heißt, es ist eine sehr laute Arbeitsumgebung. Da haben wir angesetzt und haben mit der M-Serie die leiseste Fahrerkabine am Markt hier im Programm, die nur ein Innengeräusch von 75 Dezibel bei maximaler Motordrehzahl aufweist. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.